Es wird so viel gesagt, Jesus genügt. Ich bekomme immer auf YouTube Schreiben von Leuten, nicht Maria, nicht Jesus genügt. Das ist aber nicht so. Wie kann darüber tatsächlich am besten reden, nur habe ich so gesehen, dass es wieder keine Worte dafür gibt, zur klaren Entrückung. Ich bin nicht vor Jesus entrückt worden, sondern vor die allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nein, vielleicht sage ich es jetzt theologisch nicht richtig, aber ich muss schauen, dass ihr vielleicht versteht. Jesus allein genügt nicht. Jesus bringt es vom Vater her und hat dann dem Heiligen Geist gebeten, dass er zu uns kommt und uns hilft. Oder wie der Heiland sagte einmal, ihr könnt ja nicht mal Abba, das heißt Vater rufen zum Himmelvater, wenn der Heilige Geist in euch nicht dazu lockt und zieht. Sicher, alle Lehren, wo wir haben, wo wir hören von Predigern und weiß ich was, Bücher, das alles müssen wir kontrollieren mit der Heiligen Schrift. Sobald ein Prediger was anderes lehrt, als die Heilige Schrift steht, dann ist es falsch. Dann entfernt euch von einem solchen Prediger. Viele gibt es heute, ich erlebe es ja immer, viele schreiben mir, dass ich falsch rede, dass das Gottesmutter und das alles nicht wichtig ist, die Heiligen auch nicht. Die wüssten, wie die Heiligen im Himmel für uns auf Erden beten bei Gott, Throne Gottes. Oder auch die armen Seelen, die in der Läuterung harrenden Seelen. Vater unser, nicht Jesus unser, der du bist im Himmel. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt. Der Vater, das erkennen wir nur durch den Sohn. Aber Jesus sagte den Aposteln, ihr könnt ja nicht mal Vater zum Rufen, wenn euch nicht der Geist im Herzen euch dazu. Es ist wie eine Geige, die fängt nicht selber an zu musizieren. Müsst ihr in die Hand nehmen und anfangen. Der Heilige Geist hilft euch im Herzen, den Vater, den Sohn und die in seine zu verherrlichen. Also, Römerbrief der Apostel Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Beim Galater schreibt Paulus, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all die steht kein Gesetz. Beim Korinther sagt Paulus, wisst ihr eigentlich nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Am Kreuz hat er uns erkauft, der Heiland. Apostelgeschichte lesen wir. Und es schienen ihnen Zungen, zerteilt und wie vom Feuer, und setzten sich auf jeden von ihnen,
Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geiste und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Heilige Geist ihnen zu reden eingab. Bei Lukas, wenn nun ihr, die ihr böse seid, eure Kinder gute Gaben zu geben wissen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. Römerbrief von Paulus. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Heilige Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Bei Jesaja, Altes Testament, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig seien. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus. Apostelgeschichte. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt der Heiland, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. In der Kraft des Heiligen Geistes. Bei Epheser schreibt Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Heiligen Geist der Weisheit, der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und wiederum, und wir sind Zeugen dieses Geschehens, und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und bei Markus lesen wir, und wenn sie euch hinführen, überantwortet werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid dann nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist in euch. Petrus sagt, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geiste haben Menschen Gottes Auftrag geredet. Lukas, und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Deine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Als Taube, da werden viele so manchmal so heimisch reden darüber, Taube, Heiliger Geist. Wenn man so fragen, die Uhr, die Zeit, wie berechnet ihr die Zeit? Mit der Uhr. Ist nun die Uhr die Zeit? Oder sind die Zeiger die Zeit? Nein, sie zeigen nur die Zeit an. So ist die Taube, zeigt nur der Heilige Geist an. Aber ist. Bei Apostelgeschichte lesen wir, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zum Werk, zu dem ich sie berufen habe. Hoppla. Matthäus schreibt, darum sage ich euch, also das heißt der
Heiland gesagt hat. Darum sage ich euch, alle Sünden und Lästerungen wird dem Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Das ist meistens so, weil sie einfach dann wie ein Brett, sie wollen nicht mehr anders. Darum gehen sie meistens verloren. Wenn sie es mal erkannt haben und nicht wollen akzeptieren. Der Geist Gottes hat die Menschen zu allen Zeiten bis zu einem gewissen Grad erleuchtet. Denn der Heilige Geist, der Geist des Herrn, der dem menschlichen Begriffsvermögen Licht gibt, ist der Geist, durch den wir leben. Der Geist des Lichtes, der Geist des Lebens, der Heilige Geist. Bei Moses schon im Alten Testament, das ist ja interessant, der erste Satz spricht vom Heiligen Geist in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, Finsternis lag auf der Tiefe und der Heilige Geist, der Geist Gottes, schwebte über dem Wasser. Nicht der Vater, nicht der Sohn, der Geist. Und der Geist Gottes ist so urgewaltig, dass er eben selber auch ein Geschöpf ist. Eine Person ist, aber die sind eins in Gott. Das dürfen wir nicht verstehen. Wenn wir das verstehen, sind wir Gott. Wir sind Menschen, wir sind nicht Gott. Und genau das gefällt mir. Wenn ich das verstehen würde, naja, wenn ich mal sterbe, dann gehe ich zu der Vaterkeit, sage, mach mal ein bisschen Platz, ich sitze jetzt, ich weiß ebenso viel wie du. Oder? Dieser Heilige Geist ist allumfassend. In ihm und durch ihn leben und bewegen wir uns und existieren. Er ist das wahre Licht, das jedem Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Der Heilige Geist erfüllt eine ganz besondere Aufgabe. Er soll zu unserem Segen und Nutzen wirken. So wie es eigentlich für Jesus Christus viele Namen und Titel gibt, so gibt es auch zahlreiche Namen und Titel für den Heiligen Geist. Die Namen und Titel sind sogar sehr wichtig. Die Aufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, alle Funktionen zu erfüllen, die mit dem Namen und Titel im Zusammenhang stehen, die er trägt. Der Name von Heiligen Geist, Paraklet, Tröster, Adonai, Berater, Anwalt, Siegel, Führer, Innewohner der Gläubigen, Fürsprecher, Offenbarer, Geist der Wahrheit, Geist des Lebens, könnten wir noch lang weiter aufzählen.